Was? Ist alles in Ordnung? Sie wirken verzweifelt. Wollen Sie einen Orden für diese scharfsinnige Beobachtung? Bist du eine aufs Maul für deine schnippische Aussage? Nach unserem Gewölbe gefragt hat. Sie haben von mir gehört? Wer nicht? Wenn merkwürdige neue Spezies auftauchen, spricht sich das rasch herum. Man kann nach den Cat nicht vorsichtig genug sein. Louis Anson, Historiker des Geschichtsspeichers Aya. Hören Sie, wenn Sie nichts brauchen, würden Sie dann bitte gehen. Ich organisiere gerade einen Transporter runter von diesem verfluchten Planeten. Warum sind Sie von Aya hier? Er ist so schrecklich freundlich. Kirans Team hat bei Ausgrabungen in den alten Ruinen Artefakte der Relikte gefunden. Ich sollte sie für den Speicher abholen. Es hätte höchstens einen Tag dauern sollen, aber die Dinge laufen ja niemals plangemäß, stimmt's? Sie scheinen Haval nicht sonderlich zu mögen. Die anderen Regionen von Haval sind okay, aber das hier? Oh nein, mit dieser Wildnis komme ich einfach nicht zurecht. Das ist völlig verzweifelt. Glauben Sie, diese Schutzräume wären sicher? Weit gefehlt. Heute Morgen habe ich eine dornige Ranke in meiner Koje gefunden. Ich bin hier gespannt. Ich will, glaube ich, nichts darüber wissen, über deine dornige Ranke. Ich will über deine dornige Ranke nichts mehr wissen. Wechseln wir bitte das Thema. Relikte erwähnt. Gibt es hier viele Relikte? Ja, wenn Sie draußen im Dschungel waren, haben Sie wahrscheinlich einige davon gesehen. Wir glauben, die Ruinen gehörten zu einem weitläufigen Komplex der Relikte. Wir haben Gänge gesehen, die sich ober- und unterirdisch entlang binden. Vor Generationen hat unser Volk Zuflucht gesucht in dem, was wir hier gefunden haben. So ist Palaev entstanden. Gab es keine feindseligen Reliktmaschinen? Den Chroniken nach nicht. Wir haben natürlich Artefakte gefunden, Einzelteile, die wir studieren konnten. Aber es heißt, es wäre gewesen, als würde man in ein leeres Haus einziehen. Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Okay. Läuft bei dem Typ. Sie haben nicht gelogen. Kirin hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam, müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Der ist schon überzeugt. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Die habe ich. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Haval ist krank. Es hat die hier Kleidung von Jarl. Das ist ganz schön windig hier drin. Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur zwei von dreien aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich klar, dass Haval stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal.
Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber Sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas... Sie beendet das Gespräch immer vorzeitig. Das finde ich nicht nett von ihr. Gut. Dann geht es im Endeffekt weiter. Boah, sehe ich jetzt erst dieser Planet. Wie nah der dran ist. Hammer. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. Oh. Dass der Charakter nicht einmal über die kleinste Erhebung drüber laufen kann und du sofort den Jetpack verwenden musst. Ja, ich könnte auch drüber klettern, aber da ist es immer noch schneller, den Jetpack zu verwenden. Diese Wissenschaftler können doch unmöglich recht haben. Dieser Ort wirkt so perfekt. Man kann unter der Haut bluten und es nicht sehen. Die Wunde ist trotzdem da. Weise gesprochen. So, ich werde einfach versuchen, da runter zu springen. Oder nee, komm, ich gehe hier den sicheren Weg. Wo irgendwas schief geht. Könntet ihr bitte irgendwas tun? Die treiben mich in den Wahnsinn, die zwei. Wetter, Kopfschuss. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Ha! Tatsächlich mal eine Combo ausgelöst mit den anderen. Passiert jetzt leider nicht so oft. Danke, danke. Ich gebe mein Bestes. Steht der Aimlord 95 zu sein. Ist da was? Nee, ne? Hinter Wasserfällen. Einst lernte ich, dass dort immer etwas sein mag. Aber ich wurde zu oft enttäuscht. Seitdem habe ich den Glauben verloren. Aber nicht heute. Denn heute habe ich etwas gefunden. Fasern. Aber es waren keine normalen Fasern. Es waren veredelte Fasern. Oh. Die sind halt echt nicht stark, ne? Ich sehe nichts.
Ach ja. Oh, da geht's sogar rein. Hätte ich dann vielleicht erstmal in die andere Richtung laufen sollen? Wahrscheinlich. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Ja. Ich hätte zuerst in die andere Richtung laufen sollen. Dann muss ich das jetzt leider noch machen. Aber ist nicht schlimm, es ist ja alles tot hier. Und wenn es respawnt, dann töte ich es einfach nicht nochmal. Hidden Tactics. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch irgendwie wirklich besseren Loot bekommen kann. Ich bin da, glaube ich, schon ziemlich gut ausgerüstet gerade. Höchstens das, was ich halt trage, in besser. Könnt ihr einfach nur aus Jux und Tollerei andere Ausrüstungsgegenstände trotzdem verwenden. Nur um ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Geht natürlich auch. Schon wieder festgesteckt. Boah, könnt ihr was machen, außer nur im Weg rumstehen? Ich werd grad wahnsinnig. Das ist ja schlimm, hey. Ich hätte das echt nicht so schlimm in Erinnerung mit den Verbündeten. In dem Teil. Altes angarisches Raumschiff. Dieses zerstörte angarische Raumschiff ist mehrere Jahrhunderte Jahre alt. Mehrere hunderte Jahre. Aua. Ups. Wo ist es hin? Ach, da oben. Immer noch. Das liegt ja immer, dieses Ding. Oh oh. Ja, nein, nein. Do it. Ich würde ja an der Stelle gerne ausgezeichnet sagen, aber das ist nicht ausgezeichnet, weil ihr echt nutzlos seid. Wow. Den wollte ich gerade einfach nicht mehr treffen. Also ganz tief in mir drin wollte ich nicht. Automatische Protokolle aktiviert. Ich wollte das erleben. Errichte Aufklärungsposten. Wo ist meine Singularität? Oh, das Spiel will es aber auch heute wissen, ne? Also wenn es jetzt so weitergeht, dann muss ich gleich schon mal vorher heute eine Pause machen. Die Werte zeigen, dass alle Turianischen. Ich bin gerade auch ein bisschen stiller deswegen, weil das Kämpfen gerade irgendwie echt anstrengend ist. Sag unseren Bergungsteams, sie sollen sich an die Arbeit machen und sie abholen. Das verschafft uns einen Vorteil. Ah, da ist der Aufklärungsposten. Und hier ist wahrscheinlich einfach nur
Der Weg nach oben. Nur halt auf der anderen Seite. Die Abschnittstelle untersuchen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Kann ich aber noch gerne tun. Was für Nomad? Ich habe doch gar kein Nomad angefordert. Ich glaube, das war's. So. Alter angarischer Pilotenhelm. Ein Hightech-Helm, der von Jahrhunderten von angarischen Astronauten getragen wurde. Das Artefakt zu Avela auf Aya bringen. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir jetzt für die beiden auf Aya auch das, was sie wollten. Das heißt, das können wir auch erledigen. Vielleicht machen wir da dann so einen kurzen Abstecher hin, bevor wir zurückgehen. Bevor wir wieder nach Öl gehen, meine ich zurück. So, Schockwelle. Schaden gegen Panzerung. Okay. Dann, wie gesagt, ich level jetzt noch so lange einmal Biotik, bis es noch einmal steigt. Oder kann ich hier irgendwo sehen, wie nah ich da dran bin? Nicht, ne? Steht nirgendwo, ich könnte es mir ausrechnen, aber ich weiß jetzt, doch 150 Punkte in Fähigkeiten investiert. Und brauchen tue ich 156, ja, dann habe ich es ja schon fast. Und danach gehe ich in Kampf und schaue, dass ich Fitness steige. Dann kriegt man noch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Schild. Zumindest glaube ich, dass Fitness das macht. Dann überlebe ich aber was. Vielleicht. Irgendwann, in ferner Zukunft. Der Pfad wurde schon benutzt. Wenn auch nicht in letzter Zeit. Ich kann Spuren sehen. Okay. Ich hab's. Wir können Verstärkung brauchen. Wieso eigentlich immer Verstärkung? Ist hier irgendwas? Nope. Oh, das ist ein Behälter. Hätte ich jetzt, das ist zwar geplant. Habe ich gesehen, auf dem Weg nach oben, wollte ich haben. Den wollte ich mir nicht hingehen lassen. Versteht ihr das? Gravitationsschacht. Okay, dann wollen wir mal. Ja gut, gibt keinen anderen Weg. Aber irgendwas ist da noch, was ich jetzt übersehen habe, oder? Oder ist das auf einer anderen Ebene? Wahrscheinlich ist das auf einer anderen Ebene. Das ist da drüben. So wie das aussieht. Okay, der bringt mich gar nicht nach oben oder unten. Bye. Okay. I'm searching for the loot. Give me some loot. Da. Nein. Schade. Ich hab's probiert. Ich habe es wirklich probiert, Leute. Aber hier ist kein Loot. Zumindest im Moment nicht, Mann. Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht habe ich mich auch einfach satt gesehen an der N7-Rüstung, aber irgendwie passt die Pathfinder-Rüstung besser.
zu dem Charakter. War einfach stimmiger, weiß nicht. Ich war noch nie hier oben. Ich habe zwar von den Weisen Mitravas gehört, mich aber nie sonderlich für sie interessiert. Warum nicht? Ist eine Geschichte nicht wertlos, wenn sie nicht erzählt wird? Wenn das Wissen über unsere Vergangenheit geheim gehalten wird, könnte es genauso gut nicht existieren. Ach Gott, da kann ich jetzt wieder ewig drum rumlaufen und machen und tun, oder? Okay, aber ich glaube, da ging es vielleicht lang und da drüben ist nur die Kiste, oder? Fragt so oft oder? Excuse me? Die. An endless pain. Nein, ich wollte es kaputt machen, nicht einsammeln. Ich muss jetzt aber nicht den ganzen Turm so hoch, oder? Da gibt es irgendwo mal einen Aufzug oder so. Tot, Mann. Also das erinnert ja mal gerade voll an die Predators, Alien. Die Statue. Reliktsäule, okay. Kenne ich doch schon, ist doch nichts Neues. Ah. Fuck. Oh. Muss hier ja hoch anscheinend, ne? Ja. Yep. Ich glaube schon. Und jetzt muss ich darüber. Dass die Relikte überhaupt vorher als Freunde angezeigt werden, ist halt schon ulkig. Ich wüsste, was der interne Cooldown ist, dass ich meine Detonationen wieder auslösen kann. Thanks, mate. Sein. Jetzt begeben wir uns erstmal nach Hochrotgar, Leute. Und dann reden wir mit den Graubärten. Glaube ich zumindest, dass sie so hießen. Jetzt sind wir schon oben. Ging dann relativ schnell. Was für eine schöne Aussicht. Das wäre vielleicht ein schönes Thumbnail. Mal gucken, ob ich mich daran erinnere. Wenn ich sie mache, beziehungsweise vorbereite. Also hier besteht anscheinend alles aus Reliktgewölbe. Aber das erklärt doch diese 800 verschiedenen Layer.
haben unser Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Wieso? Das ist doch ganz einfach. Selbst uns fällt es schwer, die Relikttechnologie zu verstehen. Nur eine Handvoll von uns kann unsere Tore bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Haval verfällt. Wenn Sie mir wie Cora einfach immer Monolithen erzählen, so glücklich kann ich aussieht, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Mit Ryders Hilfe könnte Havar, unsere Geburtsstätte, geheilt werden. Sollten wir nicht alles dafür tun? Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havars unvermeidlichen Untergang akzeptiert. Sie geben Ihren Planeten einfach so auf? Aber er ist Ihre Geburtsstätte. Wollen Sie ihn denn nicht retten? Zwischen Wollen und Können liegt eine gewaltige Kluft. Was Sie verlangen, kann Ihnen niemand geben. Die Erinnerung an den Monolithen ist in einem Strang enthalten, der uns entglitten ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Wir glauben an Reinkarnation, an einen ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Zorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Zorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Sie sagen also, es gibt eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern? Das klingt sehr angstentlösend. Innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Zorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Auf dem Weg hierher waren auch lauter aktive Relikte. Zorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Haval zurückgekehrt ist. Ein Rokar? Das dürfte schwierig werden. Deshalb sind Sie ja hier, Jarl. Es wird den Rokar nicht gefallen, dass ich Ihnen helfe. Mag sein, dass das hier eine Sackgasse ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. Alter, dieses Gesicht von Cora. Du könntest ihr erzählen, dass ihre Mutter stirbt und die würde so gucken. Wir haben Haval als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Wie ich sehe, sind Sie noch hier. Sie hatten ein Erbstück erwähnt. Ein Objekt, von dem Sie denken, es könnte Zorais Erinnerungen zurückholen. Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Manchmal können Erinnerungen an die Vergangenheit durch ein Objekt geweckt werden, das der Familie wichtig ist. Wir wissen nicht, wie oder warum dies geschieht. Und es ist auch nur in einigen wenigen Fällen gelungen. Aber das Erbstück war jedes Mal antike angaranische Technologie aus der Zeit vor der Geißel. Erzählen Sie, wir haben Pilotenhelm. Können wir damit auch was anfangen? Chroniken beschreiben ihn als Gelehrten und Soldaten. Er ist zu den Sternen gereist und mit Wissen von weit entfernten Orten zurückgekehrt. Es gibt sogar Berichte, er hätte etwas über die Reliktschöpfer und ihre Maschinen gewusst. Und was ist mit dem dritten Monolithen? Unsere Legenden besagen, Zorai hätte die Monolithe aufgesucht, nachdem die Geißel erschienen ist. Er starb, und es ist unklar, ob ihm das, was er zu erreichen versuchte, gelungen ist. Wieso leben Sie hier in Abgeschiedenheit? Das Chaos, das die Geißel mit sich brachte, hat unser Volk zersplittert und hätte beinahe unsere gesamte Zivilisation vernichtet. Angst machte sich breit. Falsche Ansichten über unsere Misere wurden gesät und begannen, das Denken der Angara zu beeinflussen.
Da sie die Wahrheit beschützen und erhalten wollten, verließen vier Familien die Gemeinschaft, um hierher zu kommen. Und wir sind geblieben. Erzählen Sie mir mehr über Ihren Glauben an Reinkarnation. Die Seele entwickelt sich im Laufe vieler Leben weiter. Indem sie die Welt mit unterschiedlichen Augen betrachtet, erlangt sie Weisheit. Wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man sich nicht erinnert? Die Entwicklung der Seele ist etwas anderes als die Entwicklung des Verstandes. Sie benötigt dafür keine Erinnerungen. Einige sind sogar der Meinung, alte Erinnerungen wären eine unwillkommene Ablenkung. Ja, an sich schon. Eine Person könnte sich dadurch so sehr auf das Vergangene fixieren, dass ihre Seele... Ja, oder es könnte einem Angst einjagen. Wer weiß, an was du dich erinnerst. Da kann ja heftige Scheiße dabei rauskommen. Danke für die Unterhaltung. Gerne.